Letzter Lauf des heutigen Tages, Rennen Nummer 20, das Finale um die Ganze. Nochmal von innen nach außen, 32. Im nächsten Moment fällt er aus. Er kann es nicht fassen. Welch ein Pech für Dani Bacher und welch ein Triumph für den amtierenden Weltmeister auf der Gegengeraden mit dem Wheelie. Goldhelm-Gewinner 2009 und Gesamtsieger beim 109. Sandbahnrennen in Herxheim. Gerd Riss von der MSV Herxheim gewinnt diesen Lauf und gewinnt das Rennen mit einem Punkt unter Maximum. Da kommt er, jetzt kommt er hier an der Haupttribüne vorbei, der Tagessieger Gerd Riss.